Hallo Leute und willkommen zum Bauvideo Nummer 1 der USS Enterprise von Megablocks. Ich habe mir hier mal etwas Platz verschafft, also den Tisch habe ich hier auf beiden Seiten maximal ausgezogen, denn ich habe ein Platzproblem. Das Teil hat so viele große Teile, die bekomme ich gar nicht unter. Ihr seht, ich habe hier massig Teller schon stehen und hier ist noch eine ganze Kiste voll mit Teilen. Also platzmäßig ja, eine harte Nummer. Aber ich bin zumindest soweit guter Dinge, da ich gesehen habe, dass wir hier in den ersten Abschnitten die Basis bauen werden für die Enterprise. Also das ist hier die Basis, wo sie draufsteht und die ist komplett in Schwarz. Also habe ich mir hier die ganzen schwarzen Teile mal nach vorne gekramt und hoffe, dass ich damit weitestgehend schon mal gut hinkomme und dann ja die Basis bauen kann und somit etwas mehr Platz dann haben werde. Also Platz ist hier echt ein Problem. Wird eben auch ein richtig großes Set, aber dennoch, ich freue mich riesig. Legen wir los. Da wären wir auf Seite 15. Der Ständer ist soweit oder der Standfuß ist soweit fertig. Allerdings nicht ganz ohne Probleme, aber eins nach dem anderen. Schauen wir uns erstmal hier den sehr massiven Standfuß an. Ihr seht, der wurde wirklich gebaut hier aus diesen ganzen großen, schwarzen, ja klassischen Legosteinen, will ich schon sagen. Auch hier mit so einer Abschrägung, die hier runter geht, ja, ist schön gelöst. Ist schön gelöst und das Ding ist auch wirklich bombenstabil. Hier ein Blick nochmal von unten drauf. Also hier wird die Enterprise wirklich gut und sicher drauf stehen können. Also das war ja standardmäßiges Lego-Bauen, würde ich mal sagen. Die Klemmkraft der einzelnen Steine hier, die ist auch wirklich gut. Was sie nicht machen, die klicken meistens nicht so richtig, sondern wirken so, als wären die leicht, ja, so ein bisschen gummiert. Da sind sie natürlich nicht, aber ich denke, der Kunststoff ist so ein bisschen weich. Da muss man manchmal schon mit Kraft reindrücken, aber sie halten wirklich, wirklich gut. So, dann machen wir jetzt hier feierlich noch unser Schild drauf, also dieses Typenschild. Ihr seht hier auf der Rückseite wurden auch so ein paar Teile dran gebaut. Hier unten solche Gelenke, solche Hinges, die hier gleich hier unten reingeklemmt werden. Und ich mache es direkt mal. Dann können wir sehen, wie wir hier das Schild angebracht haben. Ganz einfach. Und wir stellen es dann noch hier ein bisschen in die Schräge. So sieht's aus. Wunderbar. Also ganz ehrlich, das sieht richtig schick aus. Gefällt mir sehr gut. Jetzt kommt allerdings hier noch was dazu. Und da hatte ich ein kleines Problem. Ihr seht, wir haben hier diese ja, Techniksteine mit Öffnung drin. Und wir haben die Dinger hier gebaut. Das hier, das Goldene, sind die Standplatten für die Minifiguren. Und dann haben wir diese transparente Unterkonstruktion, die einmal aus so einem 2x2er Stein besteht, der vorne so eine Spitze hat, wo dann hier diese kleinen Hülsen draufgesteckt wurden und die wurden dann immer wieder verbunden, ebenfalls mit solchen transparenten Steckern, so dass wir hier also einen transparenten Standfuß haben. Und auf dieser 2x2er Aufsteckknoppe, ja, haben wir noch eine 2x2er und da fehlt mir eine. Zumindest konnte ich die nicht finden. Ich habe jetzt nur das Ding hier und ja, da fehlt eben noch so eine 2x2er. Ich habe jetzt hier natürlich rumgesucht und gemacht und ich habe hier noch die anderen Transparentteile, aber da war sie nicht dabei, diese Platte. Kann natürlich sehr gut sein, dass die noch irgendwo hier auftaucht. Ich warte es einfach mal ab. Auf jeden Fall halten wir mal fest, im Moment fehlt das Ding noch, aber ich stecke mal hier die fertig ist, mal rein. Und dann schauen wir mal, wie das aussieht. So, man muss ein bisschen hin und her ruckeln und ja, also passt. Und so sieht dann hier unser Standfuß aus, wo die Minifigur drauf kommt. Sehr schön. Also das zweite packe ich auch mal noch dran und wenn das andere noch auftaucht, kann ich das leicht ergänzen. Auf jeden Fall, der Standfuß ist fertig, er ist stabil, er ist solide und macht einen ganz guten Eindruck. Was allerdings, ja, das muss man nochmal bemängeln. Ihr seht hier auf den schwarzen Teilen, die sind auch ein bisschen verkratzt. Also die kommen da nicht so sauber her, wie es jetzt von Lego wäre. Aber ich würde mal sagen, auch nicht ganz so schlimm, wie man das von anderen China-Herstellern kennt, von Leppin,
die cool und so weiter, da sehen die Teile manchmal echt noch schlimmer aus. Wenn ihr mal richtig verkratzte schwarze Teile sehen wollt, schaut euch mein Video zum ultimativen Batmobil an von die cool. Das war richtig abused, wie der Amerikaner sagen würde. So, aber das wäre es erstmal gewesen. Mein Bauabschnitt 1 wäre beendet. Das war hier Seite 4 bis 15. Jetzt kommt 16 bis 63, das untere Segment mit Hals und den Warp-Gondel-Stegen oder wie das heißt. Und das kommt dann später hier drauf. Ich bin gespannt. Weiter geht's. Hallo kleiner Freund, da ist er doch noch aufgetaucht, der kleine transparente 2x2er Stein. Also ich packe den dann mal flott noch hier drauf. Schön, freut mich, dass hier nichts verloren gegangen ist. Und dann kommt hier die Platte noch drauf. So, dann kann das auch an den Ständer gebaut werden. Und was ich bisher gebaut habe, ist dieses Teil hier. Zusammengesetzt aus 1, 2, 3, 4 Segmenten. Die jetzt hier verbunden, 1, 2, 3, ja doch 4 Segmenten, die jetzt hier verbunden wurden durch diese T-förmigen Steine, rot und gelb, 1, 2, 3, 4 und ganz, ganz viele von diesen, keine Ahnung, wie die Steine heißen, auf jeden Fall Noppen auf beiden Seiten, die blauen hier und auch die roten hier. So sehen die aus, bevor sie verbaut werden und davon habe ich hier massig verbaut. Kann man hier schön sehen. Also da wird noch, ja, ich schätze mal, so sandwichweise einiges zusammengesteckt. Hier sind auch schon die Dinger verbaut worden, die hier diese aufgedruckten roten Streifen an den Seiten haben. Hier und auch auf der Seite. Ja, und soweit lässt sich alles gut bauen. Man muss allerdings schon mitunter konzentriert bauen. Also so nebenbei Schluri-Buri bauen ist das hier nicht. Man muss schon genau schauen, dass hier alles in die richtige Position kommt. Aber das geht. Macht mir soweit Spaß. Jetzt wird es richtig schön bunt und wir machen weiter. Dieser kleine gelbe Baustein ist was ganz Besonderes und das sage ich jetzt auch nicht nur so, sondern ist durchaus wirklich was Besonderes, denn hier steht bei den beiden gelben Steinen Place Temporary Pieces, also die werden nur vorübergehend hier angebracht. Keine Ahnung, wofür die jetzt genau hier vorübergehend nur gebraucht werden. Aber auf jeden Fall ist das mal eine Technik, die ich so noch nie gesehen habe, dass hier Steine erstmal nur angebracht werden und die müssen dann später wieder weg. Wahrscheinlich stützen die hier irgendwie, keine Ahnung. Also sobald ich das rausgefunden habe, werde ich es euch wissen lassen. Auf jeden Fall, sowas habe ich bei anderen Klemmbausteinherstellern bisher noch nicht gesehen. So, und wenn wir schon mal dabei sind, das ist mein aktueller Baufortschritt, also noch wenig spektakulär. Hier wird Schicht um Schicht um Schicht langsam hochgebaut mit verschiedenen Steinchen. Was hier noch besonders war, sind hier diese gelben, denn das sind, Moment, ich habe doch hier irgendwo noch welche gehabt, hier. Das sind solche Steine, die habe ich von Lego auch noch nie gesehen, also solche 2x2er oben mit Loch und dann mit so einer Seitennoppe, aber nichts mehr drunter. Also durchaus eine interessante Erfahrung hier, das Bauen mit Megablocks, aber macht Spaß, funktioniert gut und weiter geht's. Was eben noch besonders war, wird jetzt hier zur Masche. Schaut mal her, all die gelben Teile hier werden nur temporär platziert, also später wieder entfernt. Und ich habe hier noch mehr gelbe Teile dran gebaut. Im Prinzip fast alles, was hier gelb ist, wird nur zwischenzeitlich mal als, keine Ahnung, Bauunterstützung hier mit angebracht. Interessant, oder? Also hier sieht man schon, gelb, 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 kommt alles hier drauf und später wieder weg. Übrigens, wenn so Teile wieder weg müssen, wäre es doch nett, wenn ein Teileseparierer beigelegt werden würde. Gibt es leider hier nicht. Aber naja, wer eine kleine Sammlung hat wie ich, für den ist das kein Problem. Aber wer eben so einen Teileseparierer nicht hat und verbaut sich mal, wie bei mir gerade eben, da habe ich hier die Teile hier eine falsche Länge angebracht. Die kriegt man ohne so einen Separierer kaum mehr runter. Also, den hätten sie ruhig mal noch beilegen können, will ich damit sagen. Aber egal, ich schiebe mal hier die temporären Teile zur Seite. Wir sind aktuell auf Seite 25 zugange. Und ja, es geht voran, langsam, aber stetig. Also der Rumpf, der wächst und wächst und wächst.
aber so richtig erkennen kann man aktuell noch nichts. Man baut und baut und baut und denkt, irgendwie wird's gar nicht, bis man daran kommt, hier diese Außenverkleidung anzubringen. Und dann nimmt das Teil hier wirklich flott Formen an. Denn jetzt habe ich hier die Slopes, die teilweise bedruckt sind mit den Fenstern, hier schon an die Seite aufgebracht. Passt alles wunderbar soweit. Man sieht auch hier, dieser rote Strich passt auch und geht hier schön nochmal über in das rot gebaute. Genau dasselbe sehen wir hier auf der nächsten Seite auch. Alles wirklich sehr, sehr schön geraten. Ein Teil vermisse ich aktuell und das ist dieses abgewinkelte Stückchen hier, denn das muss nochmal auf die andere Seite auch hier hin. Aber ich kann es nicht finden, bin aber ganz zuversichtlich, dass es sich irgendwo hier noch verbirgt. Nur, naja, such mal ein Teil, das es wirklich nur einmal hier gibt. Das taucht schon noch später auf. Ansonsten macht mir hier der Zusammenbau wirklich Spaß. Ich weiß jetzt auch, wofür hier unten diese temporären Teile angebracht wurden. Einfach nur dafür, damit das Ding hier ordentlich steht, wenn man hier am Bauen ist. Also, so steht es wunderbar. Wenn man sich die wegdenkt, dann wäre das doch gerade hier durch die ganzen Abrundungen eine ziemlich wackelige Angelegenheit. Was keine wackelige Angelegenheit ist, ist die Art und Weise, wie das Ding hier gebaut wurde, denn das ist total massiv. Also da habt ihr keine umbaute Luft. Hier ist wirklich alles Schicht um Schicht um Schicht, oft nur in dieser normalen Plattendicke hochgebaut. Also da macht man keine großen Sprünge, aber das wird mega stabil, das Set. Also hiermit könnte man schon mal jemanden eins überbraten. Wird ordentlich wehtun, machen wir natürlich nicht. Aber nur mal als Hinweis, wie stabil das Ding hier geraten ist. Das gefällt mir wirklich ausgesprochen gut. Wir sind übrigens mittlerweile auf Seite 32 gelandet. Und jetzt sollen wir hier die Träger für die Warp-Gondeln anbringen. Das war ja dieses Teil, was ja in einem Stück gebaut wurde, ich denke mal aus Stabilitätsgründen. Und ja, das machen wir hier mal jetzt live ohne Zeitraffer. Es kommt, lasst mich kurz schauen, so rum dran und wird dann hier einfach nur oben drauf gesteckt und etwas festgedrückt. Jupp. Apropos drücken. Man muss hier ganz schön drücken bei dem Teil, also um manchmal hier diese kleinen Platten und so richtig drauf zu bringen, ja, dann bekommt man schon einen kleinen Abdruck in den Daumen. Also mit ordentlich Druck arbeiten, aber dann hält es auch richtig und das war's. Hier haben wir nun schon mal, man kann jetzt deutlich erkennen, was es wird. Das hier ist die Hinteransicht der Enterprise, da kommen die Warp-Gondeln dran. Leider sieht man hier doch ziemlich deutlich die Gussnasen hier und hier. Und das gleiche auch hier auf der Seite, das hätten sie ein bisschen schöner lösen können. Wie gesagt, auch hier haben wir die Fensteraufdrucke auf beiden Seiten. Ich finde, ja, macht schon einen richtig netten Eindruck und stabil. Und allein das Teil hier am ausgestreckten Arm ist schwer. Also viele, viele Teile, hupsala, sind da reingebaut worden. Aber man braucht auch eine ganze Weile. Ich habe jetzt hier schon viel weggebaut, aber dennoch, schaut mal rum, eine Menge, Menge Teile immer noch übrig und hier ist ja auch noch einiges drin. Aber für heute reicht's mir, Freunde. Ich mache jetzt mal Feierabend und baue ein anderes Mal weiter. Hoffentlich mit euch zusammen. Bis dann.